Okay. Wir haben jetzt also ein Stuhlbein. Ein hohles Stuhlbein. Man kann sogar durchschauen. Kann man machen, muss man aber nicht. Das stimmt. Können wir damit... Scharfe Kante. Haben wir ja schon gemacht. Ha. Weder durchs Rattenloch noch dadurch. Und zur Tür auch nicht. Können es ihm geben. Stimmt. Weiß noch nicht genau, was er damit machen soll, aber... Wir haben jetzt ein tolles Stuhlbein. Ich würde mal den hinteren Teil der Spritze abmachen. Hm. Nadel und Aufsatz müssten dann leicht genug sein und als Geschoss für mein Blasrohr funktionieren. Tatsächlich hatte ich an sowas fast schon gedacht. Als ich die Spritze gesehen habe, da dachte ich so, eigentlich... Ne? Weil... War nicht sogar irgendwo, stand da nicht sogar dabei, woraus das gemacht wurde? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendwie hatte ich diese Assoziation. Also da, ne, ihr wisst schon. Ey, mit dem Wort habe ich echt Probleme. Ist es nicht für den? Ist es für den draußen? Ich dachte, das wäre für die Wache da. Okay, dann ist es für den Mann hier vorne, oder? Auch nicht! Ein nahezu perfektes südamerikanisches Blasrohr. Jetzt bin ich verwirrt. Oder muss ich einfach hier draufklicken? Eine schwere Sicherheitstür scheint nur von einer Seite aufzugehen. Da gehe ich besser nicht. Ja, aber gut. Wie soll ich das denn jetzt anwenden? Okay, das ist komisch. Oh, ich bin dumm. Wenn ich jetzt aus Versehen in die Nadel fassen sollte... Dann wäre dieses Abenteuer wohl ziemlich schnell beendet. Kein guter Einstieg für mich in diese Folge. Ich bin irgendwie neben der Spur. Okay, da das wahrscheinlich nicht für den hier ist, dann wieder raus. Es tut mir leid. Tut mir so leid. Man hat gute, man hat schlechte Tage. Und gerade ist anscheinend kein guter. Yes. Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Das sollte ich nicht riskieren. Okay. Also doch nicht er? Also auch nicht hiermit? Oder muss ich jetzt noch irgendwas machen hier? Okay. Ich laufe hier nur blöd rum. Aber wir können es ja auch nicht ihr geben. Sie kriegt ja die Tür gar nicht auf. Da gehe ich besser nicht. Aber ich habe doch das hier zur Verteidigung. Mann. Die vergiftete Nadelspitze wartet auf ihren Einsatz. Ja, dann gib ihm doch den Einsatz. Entweder eine Live-Übertragung. Ja, geh hier hin. Da gehe ich besser nicht hin, wenn mich die Wache... Dafür hast du doch was jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo diese andere Wache sein soll. Wir müssen das ja auch nicht der Nina geben. Bin sehr verwirrt. Die Nadel liegt nur lose in dem Rohr und würde rausrutschen. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass... Aber warum kann er denn noch Alarm schlagen, wenn er eine vergiftete... Wenn ich die Wache ange... Spitze bekommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine leere Flasche, oder? Phenylcyclidin, Piperidin, kurz... Okay. Wir haben auch noch den da. Ich weiß nicht, irgendwie ganz komisch. Ich meine, wir können ihr das Stethoskop vielleicht hochgeben, dass sie da mal an der Tür... Nee. ...horchen kann, können wir nicht. Das Fläschchen ist ziemlich zerbrechlich. Okay. Ich behalte es besser bei mir. Ich wollte sagen, wir probieren mal, was wir ihr noch hochgeben können. Den auch nicht. Das Telefon nicht. Schere halt, aber... Hätten wir das nicht schon probiert? Ich meine, sie hat dann einen Faden und eine Schere. I guess. Ist aber auch nicht viel, ne? Kannst du mir überlegen, ob ich irgendwas übersehe. Hier ist jetzt zu, ne? Abgeschlossen. War auch nicht anders zu erwarten. Ganz genau. Hm. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ah? Können wir hier was rausschneiden? Nimm dies, du Schrecken jedes Gesundheitsamtes. Okay. Ein Schaumstoff.
Okay. Ein Schwämmchen. Für das wir keine Aufgabe haben, dann könnte es wahrscheinlich runter, ne? Da wir es mit nichts hier kombinieren können. Ab damit. Okay. Die kann anscheinend auch wieder runter. Dann haben wir noch ein Messerchen, das uns auch gerade nicht weiterhilft. Runter damit. Und eine Schnur, die wir nicht benutzen können, aber die darf auch nicht runter. Alright. Und die Schlüssel durfte, glaube ich, auch nicht runter. Genau. Okay. Wir haben jetzt einen Schaumstoff. Ein kleines Stückchen Schaumstoff. Wir können überlegen, wofür wir das brauchen könnten. Ein Schaumstoff. Komisch. Können wir nur mit den Typen vorne betäuben? Nee. Oh, wir haben aber Schritte. Wir haben doch sonst keine Schritte gehört, oder? Oh. Ich habe gar nicht aus dem Game getappt. Hier war hier noch was. Blutiger Tupfer und der Eimer. Der Eimer? Der blutige... Nee. Der sein können. Vielleicht brauchen wir zufällig fremdes Blut oder sowas. Ich bin gerade ein bisschen blöd. Tatsächlich. Die Röntgenbilder, da müssen wir auch nichts machen mit, oder? Ich würde eigentlich nur gucken, ob wir hier irgendwas abhorchen können, weil wir hier gerade Schritte gehört haben. Aber ich wüsste auch nicht, wo jetzt. Hier ist keine Wand oder so oder Tür. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Eine schwere... So, wo war denn hier der... Der Keil scheint die Tür am Zufallen zu... Genau. Ach, jetzt dürfen wir, oder was? Warum durften wir das denn die ganze Zeit nicht? Sibyl, so nicht so anders hingegangen? Wie ist denn das passiert? Der Kerl macht einen ganz schönen Lärm. Ich sollte ihn schnellstens zum Schweigen bringen. Können wir den jetzt durch das Guckloch? Die Klappe dient wohl dazu, die Patienten von außen beobachten zu können. Sobald ich die Klappe aufmache, wird mich der Typ ziemlich schnell bemerken. Wenn ich ihn dann nicht innerhalb einer Sekunde ausgeschaltet habe, wird's hier ungemütlich. Dann haben wir jetzt unseren Plan. Let's go. Ich denke mal, bei so einem stressigen Job könnte der Wache etwas Ruhe nicht schaden. Und peng. Was war denn das? Oh. So, den bin ich fürs Erste los. Sehr gut. Eine schwere Sicherheit. Die Klappe dient wohl dazu. Okay, ich dachte, er sagt noch was zu ihm. Ja, sollte ich da jetzt überhaupt raus? Verschlossen. Okay, aber wir haben ja den Schlüssel hier irgendwo liegen. Den hatten wir schon gesehen. Käsesuppe. Theoretisch sehr lecker. Aber Theorie und Praxis klaffen oft sehr weit auseinander. Käsesuppe, die Suppe ist so dünn, dass ich die Hälfte unterwegs verlieren und dann wohl den Rest meines Lebens nach Käse stinken würde. Ich warte eigentlich an den Schlüssel, der hier irgendwo liegt. Ach, Schüssel steht da. Ich bin so blöd. Eine Pinnwand mit unglaublich vielen kleinen Zetteln. Dienstanweisungen, nackte Frauen, Telefonnummern. Nichts, was mich jetzt irgendwie weiterbringen würde. Ach Gott, ich dachte echt, da wird ein Schlüssel liegen. Ich bin so eine Idiotin. Eine Reißzwecke nehme ich mal mit. Aber die ganze Pinnwand muss ich nicht wirklich durch die Gegend schleppen. Okay. Sonst war hier auch nichts mehr in der Ecke, oder? Fernseher eben noch. Entweder eine Live-Übertragung. Ja, das wissen wir. Hier sitzt also die zweite Wache. Wäre ihr fast in die Arme gelaufen. Noch einen Schritt weiter und sie wird mich bemerken. Ich muss mir was einfallen lassen, um sie abzulenken. Ablenken? Ich hätte jetzt eher gesagt, ich nehme den hier und blase ihm das Betäubungsmittel ins Gesicht. Kann ich was basteln mit der Reißzwecke? Ah, okay, das ist smart, aber wo lege ich das hin?
Die vergiftete Reißzwecke. Er muss hier irgendwas benutzen, irgendwas angreifen. An der komme ich nicht vorbei. Ich muss sie irgendwie loswerden. Dann ist hier wahrscheinlich auch nichts zum Ansehen. Wieder anpusten? Was können wir denn machen? Einfach anstechen. In die Suppe rein? Das wäre aber auch schon sehr bestialisch. Der Schaumstoff saugt sich mit der Suppe voll. Igitt. Kann ich ihn damit abwerfen? Was ist denn das Ziel? Oder ich werfe den unten ab, sodass der oben denkt, der hätte den abgeworfen? Und dass es dann irgendwie Beef gibt oder so? Ach, guck mal. Ach, das ist der von eben, oder wie? Jetzt bin ich verwirrt. Nicht gerade das neueste Modell. Der fummelt da nämlich gar nicht mehr rum. Wo ist der denn hin dann, der Typ? Oh, ach so, das war der von eben, oder was? Ich glaube nicht, dass es eine gute... Das war der von eben, den wir jetzt ausgeschaltet haben, nur durch eine andere Tür, oder wie? Der hat da aus dem Fenster dann irgendwo die Satellitenschüsse gefickt. Jetzt kriege ich eine Vorstellung von dem Ganzen hier. Können wir jetzt rein? Da ist die Wache drin. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Käseschwamm? Bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfragt. In den Fernseher rein? Auf die Pinnwand? Gebe ich ja auch nicht ihr, oder? Kann ich? Hier, liebe Nina, ich habe einen Käseschwamm für dich. Oh, really? Okay. Und, na, die Nadel geht nicht. Der Geruch erinnert mich ein bisschen an meinen Ex-Freund. Oh. Ja, ist die Frage, was sollen wir denn damit machen? Oh. Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirklich angelockt werden sollte, wird es sich seine Beute holen und wieder verschwinden. Wenig sinnvoll. Okay, aber was sollten wir damit... Was auch immer da drin ist. Noch ein Stock vielleicht? Okay. Wo machen wir es denn dann dran? Oder brauchen wir die Schüssel? Nee. Das darf nicht hoch. Wir können einfach mal alles wieder hochgeben. Oder das Betäubungsmittel? Das Fläschchen. Ah, nee. Ging ja nicht. Das auch nicht. Die ging noch. So, und der Rest alles nicht. Das Fläschchen. Ja. Ich bin auch sehr zerbrechlich, mein lieber Max. Okay. Weiß ich aber auch nicht, was sollen wir denn hier machen mit dem Schwamm? Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirkt. Aber deswegen haben wir doch die Schnur drum. Und eine Angel können wir ja auch nicht basteln. Ich bin schon wieder verwirrt. Wir können sie jetzt auch nicht mehr runtergeben, ne? Was sollen wir denn damit machen müssen? Abgeschlossen. War auch nicht anders zu... Käseschwamm. Kann ich mit dir reden? Nina ist am anderen Ende des Rohrs. Was war denn hier gerade noch? Durchgang. Ach so, nach drüben. Ich glaube nicht. Ja. Boah, die Hintergrundmusik wieder, ne? Das ist echt knifflig hier. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Idee. Leere Spritzen. Aber ich meine, warum sollten wir hiermit was machen? Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Muss ich das vielleicht wegmachen, aus irgendeinem Grund?
Käse. Ich meine, warum sollten wir die jetzt mitnehmen können? Die Suppe ist so dünn, dass ich... Ich sollte besser erst die Wache unschädlich machen. Hinter dieser Tür müsste Ninas Zelle sein. So nah, doch so fern. Abgeschlossen. War auch nicht... Das Mauerwerk macht nicht den stabilsten Eindruck. Möchte nicht wissen, wer oder was da drin rumkrabbelt. Doch eigentlich schon. Da fass ich nicht rein. Warum geht es nicht? Was auch immer da drin ist. Darf's ja nicht betäuben. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Blah. Ach, den Stuhl. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Der ist völlig hinüber. Ich weiß auch nicht, was wir da nehmen sollten. Ich weiß aber auch nicht, was hier dieser Teller soll, den wir hier die ganze Zeit haben. Wo haben wir den Käseschwamm, wenn wir den mit nichts benutzen können? Also wirklich mit gar nichts. Ja. Dem Stuhl auch nicht, ne? Das heißt, wir brauchen ja irgendeinen Teil noch dazu, aber wir haben doch alles abgesucht. Hier ist nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Hier ist der Typ drin. Hier haben wir keinen Schlüssel für. Vielleicht können wir es irgendwie aufbrechen. Verschlossen. Dann holen wir uns mal die Sachen von Nina zurück und gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwas noch knacken können, würde ich sagen. Wäre jetzt so mein einziger Ansatz gerade. Runter damit. Vielleicht geht das ja mit dem Skalpell oder so. Glaube ich jetzt dann nicht unbedingt. Mit einer Haarklammer, ja, bei einem Skalpell. Aber das alles hier hilft uns nämlich eh gerade nicht weiter. Okay, die dürfen wir nicht. Mit der Lampe hier können wir auch nichts mehr machen. Der sagt so, komisch, dass es eben das beleuchtet hier. Dann schauen wir mal. Können wir hier hören? Nein. Das war ja nicht sehr vielversprechend. Ja. Ich bin sowieso mal verzweifelt, die Sachen hier zu kombinieren, aber nichts macht so. Ich meine, es würde Sinn machen, dass wir ihn da reinlocken müssen, ne? Diese vergiftete Nadel. Aber ich weiß halt nicht, mit welcher Taktik. Wir hatten da jetzt ja auch nichts, wo wir es einfach hin hätten legen dürfen. Was hat das alles mit dem Käseschwamm zu tun? Ja, das ist schon sehr, sehr seltsam. Noch irgendwas, was wir in die Käseschüssel reinmachen können? Mal anhören, wie es ja so geht. Zumindest ist es immer noch eine 1A-Schüssel auch noch, unabhängig von der Käsesuppe. Ja. Ich will mich einfach um den Kopf hauen. Kann ich aber auch hier nirgendwo hinlegen. Ganz komische Kiste alles hier. Vielleicht kann ich irgendwas triggern mit ihr, weil er jetzt oben ist, aber das haben wir ja eben auch schon probiert. Irgendein Gegenstand muss hierfür fehlen. Was auch immer da drin ist, wenn es durch den Geruch wirklich angelockt. Weil... Oder müssen wir ihm das durch die Tür? Nee. Jetzt hätten wir irgendwo einen Gegenstand übersehen zum Einsammeln, aber wir benutzen ja schon die Lupenfunktion. An der komme ich nicht vorbei. Irgendwas, was ich mit mir anwenden kann? Ihr Handy ist aus. Habe ich vorhin schon versucht. Sich ein bisschen überfragt. An der Tür lauschen? Nein. Das Thema, das ist ja aber eigentlich auch abgehakt mit der anderen Wache.
Ihr Handy ist mein Handy mit allem Schnickschnack. Alles durchprobiert, alle Optionen. Welches ist wieder irgendwas total naheliegendes? Ich glaube, wir haben da schon 5-mal alle Kombinationen durchprobiert. Also hier hätten wir schon alles abgeklickt. Was ist vielleicht mit dem Fernseher noch irgendwas? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der war nur interessant, um die Wache wegzulocken. Können ja auch nicht anrufen irgendwo. Weil ja, der hat ja irgendwo auch telefoniert. Der Pinnwand auch nicht. Ich habe überlegt, ob man damit was machen muss, aber den kann man ja gar nicht anwählen, diesen riesigen Ventilator. Wegen solcher Zustände würden Sie bei uns ein Krankenhaus dicht machen. Können wir die Leiche wiederbeleben? Können wir ein Frankensteins Monster erschaffen, das uns aus dieser Misere hilft? Das wäre sehr schön. Das können wir auch nicht wieder auffüllen. Wahrscheinlich ist er kaputt. Kann man da was abmachen? Vielleicht abbrechen, abschneiden, abschlitzen? Okay. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Weder unter dem Namen Kalenkov noch unter Perkova habe ich eine Akte von Nina finden können. Entweder es gibt noch keine oder sie ist irgendwo anders aufbewahrt. Ja, gut. Die Lampe ist halt immer noch sus. Und wir können... Ja gut, oh, heißt nur, dass wir Sachen hochschicken, ne? Die Lampe guckt mich so an. Ich will sie zerschmettern. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus. Ich glaube nicht, dass es eine... Aber warum denn nicht? Wir wissen doch, dass keiner mehr da ist. Kann ich die jetzt wieder reparieren vielleicht, dass der Fernseher wieder geht, um den so runterzulocken? Dass Nina oben ein bisschen freie Hand hat? Wäre auch zu schön gewesen. Also hier dürfen wir nicht hin. Mit dem Krankenwagen wüsste ich auch nicht, was wir machen sollen. Ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Really hardcore. Vielleicht können wir irgendwas noch auf sich selbst anwenden. Kannst du dich im Käse tränken? Kannst du dir einen Helm ausziehen? Nach Schade. Ein Suppenschüsselhelm. Ich finde, das wäre eigentlich, was ich jetzt bräuchte. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Yes. Das Rattenloch. Was könnte die Ratte denn noch wollen, die Gierige? So, den Rest durften wir nicht hochgeben. Genau, ist zu zerbrechlich. Wir können es auch nicht in irgendwas einpacken, ne? Das Fläschchen. So. Können noch alles mit uns probieren. Na super. Das hat ja toll geklappt. Sollen wir wieder reinstopfen in die Matratze? Auch nicht. Oben rein auch nicht. Wenn wir das jetzt wenigstens da unten reinmachen dürften. Was soll ich denn mit diesem Käseschwamm? Was ist das? Wofür einen Käseschwamm? Ah.
I don't know. Ich bin einfach nur noch verwirrt. Ich suche mal ein bisschen rum und dann melde ich mich nochmal. Könnte als Falle funktionieren. Betonung liegt auf könnte. Yikes. Wenn die Vorurteile stimmen, dass Mäuse und Ratten gerne Käse fressen, dann müsste dieses müffelnde Schaumstoffstück der perfekte Köder sein. Was auch immer wir mit einer Ratte wollen. Die Großwildjagd kann beginnen. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da gefangen haben. Eine Ratte. Na schön. Ich mag Ratten. Fast so sehr wie Wurzelbehandlungen und Beinamputationen. Oh je. Ja, was machen wir jetzt? Echt jetzt? Oh Gott. Das Tier, das in diese Falle läuft, darf nicht sonderlich groß sein. Und nicht sonderlich intelligent. Ja, können wir die wieder auseinandernehmen? Ohne Köder nützt auch die schönste Falle nicht. Okay. Ja gut. Schicken wir den Rest mal wieder runter, I guess. Warum auch immer wir die Falle behalten? Vielleicht, falls man mit der Ratte was falsch macht? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eine Ratte. Ninas kleiner Zellengenosse. Schön. Vielleicht kann man sich mehrere Ratten holen und mehr Schaumstoff und mehr Käsesuppe. Falls wir jetzt irgendwas falsch machen. Können wir die Ratte... Okay. I guess. Lauf. Lauf so schnell du kannst. Viel Glück und halt die Wache möglichst lange auf. Na warte, du Mistvieh, dich krieg ich! Oh nein, die Arme. Ein kleiner, hässlicher, grüner Stuhl. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wirklich Zeitdruck. Hinter dieser Tür müsste Ninas Zelle sein. Hey, Nina! Die Tür ist verschlossen. Max, schnell, hol mich hier raus! Hab's gleich. Nur noch einen Moment. Hab ich das? Können wir... Ah. Ich lege die Reißzwecke mal unter das Sitzkissen, damit die Wache nicht misstrauisch wird. Okay. Dann müssen wir eigentlich weggehen. Genau. Mist. Ist mir diese Ratte doch glatt entwischt. Aber warte, beim nächsten Mal kriege ich dich. Oh. Au! Spivak, du bist auch so eine Ratte, aber dich kriege ich auch noch. Nichts mehr zu hören. Hoffentlich war die Dosis stark genug. Hoffentlich war sie nicht zu stark. Darüber denken wir ja gar nicht nach. Dann gib mir deinen Schlüssel her. Viel hat er nicht dabei. Aber ein Zellenschlüssel. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Danke für... Schon gut. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen, werte Prinzessin. Oh Gott. Und jetzt komm, wir müssen hier weg. Okay, ich hole nur noch schnell meine Sachen wieder. Hoffentlich haben sich die Typen noch nicht alles unter den Nagel gerissen. Ja, meine Tupper. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte mir lieber gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musst du ja auch nicht. Wir lassen dich doch nicht irgendwo in der Pampa vergammeln. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jederzeit. Wenn es sein müsste, würde ich sogar... Könnt ihr eure Nettigkeiten vielleicht auch später verschieben? Wow. Wir sollten aufbrechen. Die Leute im Krankenhaus werden bestimmt bald dein Verschwinden bemerken. Ja, von mir aus. Obwohl... Was? Wir müssen hier doch ganz in der Nähe von der Stelle sein, an der mein Vater bei seinen früheren Expeditionen sein Lager aufgeschlagen hat, oder? Mhm. Ja, stimmt schon, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Das Krankenhaus gehört zum russischen Militär. Und wenn die Alarm schlagen, wird es hier extrem ungemütlich. Wir sollten erstmal starten und unterwegs überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber... Kein Aber. Das Risiko, hier überhaupt zu landen, war schon groß genug. Wir starten. Max, ich brauche deine Hilfe, um das Flugzeug startklar zu machen. Oleg hat recht. Wir müssen erst einmal weg, dann können wir weitersehen. Los, hol deine Sachen aus dem Jeep und komm. Oder ich fahre jetzt einfach weg. Achtung, Achtung! Im benachbarten Militärkrankenhaus wurde Alarm ausgelöst. Eine Patientin, die als hochgradig gefährlich eingestuft wird, ist geflohen. Das Militär ist verständigt und einige Soldaten sind auf dem Weg hierher. Bis dahin hat keiner den Flugplatz zu verlassen.
Erhöhte Alarmbereitschaft ist angeordnet. Ups. Es wird weder Start- noch Landeerlaubnis erteilt. Ja, well? Mist, die suchen mich schon. Was jetzt? Wir treffen uns in ein paar Stunden hier in der Nähe. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Leider nicht. Kalenko ist noch immer verschwunden. Ich warte auf die guten Nachrichten. Naja, zumindest haben die anderen ihn auch noch nicht gefunden. Uns läuft die Zeit davon. Die Vorbereitungen für das Projekt sind fast abgeschlossen und alle warten, dass sie endlich das fehlende Puzzlestück beschaffen. Ich gebe mir ja alle Mühe. Was soll ich machen, wenn... Konzentrieren Sie sich auf seine Vergangenheit. Irgendjemand muss über Kalenkos Forschung Bescheid wissen. Und wenn er uns sein Geheimnis nicht selbst verraten kann, dann müssen es eben andere machen.